Wir wollen langsam mit dem Programmieren beginnen und das Ganze werden wir mit der Programmiersprache JavaScript machen. Das hat den Vorteil, dass es dann auf jedem Computer oder Handy läuft und dass man im Prinzip nichts installieren muss. JavaScript ist eine Programmiersprache, die vorwiegend in dem Webbereich benutzt wird. Zusätzlich werden wir eine Bibliothek benutzen namens p5. JS. Das kann man sich so vorstellen wie eine Erweiterung eines Programms und p5.js bringt extra Befehle mit denen man Grafiken leichter erstellen kann, als es sonst der Fall bei JavaScript wäre. Vor allem Sachen wie Animationen oder Steuerung mit der Maus und Tastatur, das geht mit p5.js etwas schneller. Die Webseite von p5.js heißt p5js.org und dort kann man sich diese Erweiterung herunterladen. Dazu erzähle ich später was. Und man kann auch den sogenannten Web-Editor benutzen, wenn wir jetzt da draufklicken. Sehen wir hier die eigentliche Programmiersprache, also so sehen die Befehle bei p5.js aus. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier auf Play drücken, sehen wir, hier ist ein graues Rechteck entstanden. Das passierte mit folgenden Befehlen, also Create Canvas 400x400, das bedeutet, erstelle eine Leinwand mit 400x400 Pixel. Das war jetzt in diesem Setup. Setup bedeutet, mit welchen Einstellungen starten wir. Diese Funktion wird einmal aufgerufen und in der Funktion Draw werden eigentlich die Bilder gezeichnet. An sich ist das Ganze hier ganz schön, man kann Sachen speichern und so weiter, hat aber den Nachteil, dass man sich hier einloggen bzw. registrieren muss. Und ehrlich gesagt finde ich das auch nicht so schön, wie die Umsetzung davon auf dem Handy funktioniert. Ich habe es versucht nachzuprogrammieren, einiges ist mir gelungen, also meiner Meinung nach klappt einiges besser als hier. Einiges habe ich aber noch nicht so hinbekommen, wie das Original gemacht hat. Aber gucken wir uns das einmal bei mir an. Wir gehen auf tagas-edu.de unter Werkzeuge und dort gibt es P5 Editor. So, und hier habe ich das versucht für das Handy zu optimieren. Wir haben hier drei Schaltflächen. Einmal die Canvas. Fläche, da ist unsere Leinwand, wo wir Sachen schreiben. Unter Skript können wir programmieren. Hier finden wir schon die ersten Befehle, die ich reingeschrieben habe. Die braucht man mehr oder weniger immer. Und hier noch eine Fläche Fehlermeldung. Sollten wir einen Fehler gemacht haben, da werden wir hier Fehlermeldungen bekommen, die manchmal dabei helfen, den Code zu korrigieren. Also am Anfang ist es so ein bisschen schwierig, aber je öfter man programmiert, desto öfter hat man Fehler gemacht und desto besser ist man da drin, die Fehler auch zu beheben und irgendwann versteht man die Meldungen auch immer besser. So, nun wollen wir anfangen zu zeichnen. So, wir haben hier drei Bereiche. Einmal einen Bereich, sozusagen so wie so eine Kopfzeile, bevor das eigentliche Programm hier startet. Hier werden Dinge vordefiniert. Bei Setup werden sie sozusagen initialisiert, das erste Mal abgerufen. Und in der Funktion Draw werden die Sachen gezeichnet, beziehungsweise hier können sie auch mehrmals gezeichnet werden. Also hier findet eigentlich die Programmierung statt, wenn wir irgendwann so weit sind, ein Spiel zu programmieren.
So, dieses var canvas brauchen wir, um so ein Rechteck hier, das weiße Rechteck, dort werden sagen gezeichnet, auf der Internetseite später ordentlich platzieren zu können. Also zwingend notwendig ist es nicht, aber ich finde es einfacher, direkt damit zu starten. Dann in der Funktion Setup wird dieses Canvas kreiert. Also wir sagen, Canvas ist ein Canvas mit folgenden Massen 400 mal 400. Und dieses Canvas soll mit einem HTML-Element namens Canvas verknüpft werden. Dazu kann ich später noch gleich was sagen. So, unter Background. Background ist Hintergrund und hier wird die Hintergrundfarbe gemacht. Wie wird die eingegeben? Das ist ein RGB-Code. R steht für Rot, G für Grün und B für Blau. Und das ist eine additive Farbmischung. Das bedeutet, je mehr wir von welchen Farbanteil haben, also aus diesen drei Farben mit verschiedenen Intensitäten wird die neue Farbe gemischt. So, hier ist es Rot, Grün und Blau mit 255, das ist auch das Maximum, und alle drei zusammen ergeben Weiß. Wenn wir jetzt Grün und Blau auf 0 setzen, sollten wir ein rotes Rechteck haben. So, ich klicke mal hier auf Auffrischen und wir haben hier unsere rote Farbe. Wenn wir nur etwas Blaues haben wollen, setzen wir Rot auf 0 und Blau auf 255. Auffrischen und wir haben ein blaues Rechteck. Wenn unsere Leinwand ein bisschen zu klein ist, können wir auch die etwas größer machen. 400, 600 mal 600 zum Beispiel. Und hier auf Auffrischen, dann ist jetzt das alles etwas größer und passt leider nicht mehr in das Fenster, deshalb mache ich das wieder rückgängig, 400 mal 400 und die weiße Farbe. Ja, weiße Farbe sind natürlich 255 mal 255 und so weiter, also maximal rot, maximal grün, maximal blau. So, wenn wir jetzt zeichnen wollen, gibt es dafür auch Befehle. Die könnte man natürlich bei p5.js nachgucken. Die wichtigsten habe ich aber hier vordefiniert. Wenn wir zum Beispiel eine Linie zeichnen wollen, klicken wir auf Linie zeichnen und dort wird reingeschrieben Linie auf Englisch, also Line. Und jetzt muss man Koordinaten für die Linie schreiben. Die ersten beiden Koordinaten sind die Koordinaten des Startpunktes, also die x-Koordinate des Startpunktes kommt als erstes. Nehmen wir zum Beispiel 10 und 10, also im Punkt 10, 10 startet die Linie und wir gehen dann bis zum Punkt 390, 390. Gehen auf Canvas, auffrischen und wir sehen eine Linie, die, wenn man jetzt aufgepasst hat, ein bisschen überraschend aussieht, weil eigentlich haben wir hier den Start bei 10, 10 und gehen dann zu 390, 390 und eigentlich würden wir erwarten, dass wir hier unten starten bei 10, 10, dann gehen wir 390 ist ungefähr hier die X-Richtung und 390 in Y-Richtung wäre dort. Also eigentlich hätten wir so eine Gerade erwartet. Und im mathematischen Sinne, so wie man das aus dem Unterricht kennt, wäre es auch dort der Fall. Allerdings ist es in der Computergrafik voll oft so, wenn man vor allem Benutzeroberflächen macht, dass die X-Achse sozusagen nicht die X-Achse, Entschuldigung, die Y-Achse gespiegelt ist. Also die X-Werte steigen nach rechts, die Y-Werte steigen aber nach unten. Das hat etwas damit zu tun, wie Menschen lesen. Und wenn man Dinge platzieren möchte,
irgendwie auf einer Website startet man meistens in der linken oberen Ecke und das hat man auch bei den Grafiken übernommen. Also man hat jetzt entweder die Möglichkeit, sich damit abzufinden oder man rechnet das Ganze irgendwie um. Und das Umrechnen können wir mal ausprobieren. Ich lösche das mal und klicke mal auf mathematische Koordinaten. Und hier wird Folgendes gemacht. Guck mal hier nochmal hier. Also da wäre unser Punkt 0,0. Und damit es so ist wie im Matheunterricht, müssen wir den Punkt 0,0 dorthin setzen. Das passiert mit dem Befehl Translate. Also die X-Richtung ist schon in Ordnung. Wir müssen weder nach rechts noch nach links. Wir müssen noch nur nach unten. Das bedeutet, wir müssen uns in Y-Richtung um die Höhe des Canvas bewegen. So, dann würden wir unseren Koordinatenursprung nach da verschieben. Und wenn wir jetzt die Y-Achse spiegeln wollen, machen wir das mit Hilfe der Skalierung. Wir skalieren die X-Werte mit 1. Skalieren mit 1 verändert sie nicht, also bleiben sie so, wie sie sind. Und die Y-Werte skalieren wir mit einer minus 1. Das bedeutet, dass alle positive Zahlen negativ werden und alle negativen Zahlen werden dann positiv. Und wenn wir jetzt unsere Linie zeichnen, so, Line, das war die Koordinaten 10, 10, 390, 390. So, auffrischen. Dann haben wir das so in dem mathematischen Sinne, wie man das eigentlich aus dem Mathematikunterricht kennt. Wie gesagt, die Möglichkeit bestünde, das so zu machen. Ich würde aber dringend empfehlen, sich bei Programmieren schon darauf einzulassen, dass die Koordinaten etwas anders sind, dass wir in der linken oberen Ecke starten. Ich werde es auch im Verlauf des Videos so lassen, dass ich die mathematischen oder den schulmathematischen Koordinaten, dass ich sie nicht verwenden werde. Okay, wir können jetzt Linien zeichnen, wenn man eine zweite haben möchte. Zum Beispiel wollen wir ein X haben, dann musste ich rechts oben starten, also bei 390 und 10 und dann gehen wir von rechts oben 390, 10 nach unten zu 390 in Y-Richtung. Das ist schon so, wie es sein sollte. Und in X-Richtung nach da zu der 10. So, auffrischen. Und wir haben jetzt sowas wie ein X. Das zu den Linien. Wenn man jetzt zum Beispiel Kreise zeichnen möchte, macht man das vor allem in der Computergrafik so, dass man nicht zwischen Kreisen und Ellipsen unterscheidet. Ich zeige mal vielleicht, was wie eine Ellipse aussieht. Vielleicht kennen das nicht alle. Die ersten Koordinaten sind sozusagen sowas wie ein Mittelpunkt der Ellipse. Na, wir platzieren sie in der Mitte. Also wenn die Leinwand 400 mal 400 ist, dann ist bei 200, 200 der Mittelpunkt der Leinwand. Und wenn wir, und jetzt kommen die weiteren Zahlen, das erste ist die Breite der Ellipse, nehmen wir 100 Pixel und die Höhe der Ellipse. Und wenn wir die jetzt zeichnen lassen, sehen wir so was Kreisähnliches, aber so platt gedrucktes. Und das ist auch die Definition einer Ellipse. Ellipse kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie unvollkommen. Das gibt es auch, glaube ich, auch in Sprachwissenschaften. Eine Ellipse ist dort ein Satz ohne Verb, also etwas, was unvollkommen ist. Also das ist etwas, was
fast perfekt ist. Ne? Wenn Kreis eine Perfektion wäre, ist Ellipse fast perfekt, also unvollkommen. So, wenn man jetzt aus der Ellipse einen Kreis machen möchte, muss man einfach die Höhe und die Breite der Ellipse gleichsetzen. Wenn man jetzt die 100 nimmt, hat sogar ohne Auffrischen geklappt, dann bekommen wir einen Kreis. So, ähnlich funktioniert es mit dem Rechteck. Ich lösche mal die Ellipse und lasse mal ein Rechteck zeichnen. So, jetzt bekommen wir die Koordinaten und wenn ich mich jetzt nicht vertue, müssen es die Koordinaten des oberen linken Punktes sein. Wir gucken gleich, ob das stimmt. Also diesen oberen linken Punkt setze ich auf 10 und 10. Und wie bei der Ellipse kommt erstmal die Breite, sagen wir 100 und dann die Höhe der Ellipse, also 50. So, jetzt auffrischen. Und wir haben bei 10, 10 angefangen, den linken oberen Punkt des Rechteckes gesetzt. Und dann haben wir eine Breite von 100 und eine Höhe von 50. So, dann können wir eigentlich schon Bilder zeichnen. Was wir noch machen wollen, ist die Farben verändern. Zum Beispiel möchte ich, dass mein Rechteck andere Farben hat. So, am einfachsten wäre es, wenn ich das Rechteck erstmal lösche. Und dann geht man auf Linienfarbe ändern. So, dann erscheint ein Befehl namens Stroke. Und wie bei Background muss man jetzt die Farben reinschreiben. Ich möchte ein Rechteck haben mit blauen Kanten, also 0 bei Rot, 0 bei Grün und 255 bei Blau. Und jetzt lassen wir ein Rechteck zeichnen. Ähnlich wie davor 10, 10, 100 und 50. Und wir sollten jetzt ein Rechteck bekommen mit blauen Kanten. So einmal auffrischen. So, und da ist das Rechteck mit blauen Kanten. Dann, was man noch machen kann, wäre die Dicke der Striche. Was man auf jeden Fall sagen muss, also man sollte erst die Farbe setzen und das die Dinge zeichnen, weil es kann sein, dass man sonst Probleme bekommt. Also wenn wir nur ein Element zeichnen, wäre es kein Problem, zuerst zu zeichnen, dann die Farben zu ändern, weil die Funktion immer wieder aufgerufen wird. Das geht dann irgendwann auf. Aber man sollte sich dran gewöhnen und es so lernen, dass man zuerst die Farben und Liniendicken anstellt und einstellt und dann erst die Objekte zeichnet. Also wenn ich jetzt hier auf Linienstärke ändern klicke, kommt dieses Stroke Gewicht, also die Linienstärke. So sagen wir, da sollen 3 Pixel sein. Und jetzt mache ich Tastatur Hokus Pokus, ich markiere das. Steuerung und X, klicke da rein, neue Zeile, Steuerung V und füge die Zeile hinzu. So funktioniert Programmieren voll oft, dass man einfach Zeilen, die schon funktioniert haben, kopiert, wieder einfügt und Teile verändert. So, jetzt wieder hier auffrischen. Jetzt sind die Linien schon sogar ein bisschen stärker geworden. So, und die letzte Sache, die wir uns hier angucken wollen, ist, wie verändere ich die Füllfarbe. Das geht mit dem Befehl Fill. Das kopiere ich mal hier in die Zeile drüber. Und da können wir zum Beispiel ein Rechteck haben mit rotem Inhalt. Einmal da auffrischen und dann haben wir ein Rechteck mit blauen Rändern, der Dicke 3 und einem blauen Farbe und die Füllung von dem Rechteck ist rot. Ja,
weitere Rechtecke zeichnen, das ist auch kein Problem. Wir kopieren einfach diese Zeile, fügen die hinzu und verändern die Koordinaten. Zum Beispiel möchte ich, dass das Rechteck in der gleichen Höhe bleibt, aber nach rechts verschoben wird. Dann verschieben wir es zum Beispiel auf 310 und jetzt werden zwei Rechtecke gezeichnet und die Einstellungen, die man jetzt gemacht hat, werden für beide gelten. So einmal auffrischen. So, hier ist das eine Rechteck, hier das andere. Das guckt so ein bisschen aus der Leinwand raus. Also verändern wir die Koordinate auf, weiß nicht, 210. So, hier, also immer wieder kommt es hier zu Fehlern, weil ich das nicht so sauber programmiert habe. Da muss man immer wieder auf Auffrischen klicken. Wenn das nicht so aussieht, wie man das erwartet hätte, dann kann es wirklich sein, dass es dann mein Programmierfehler ist und nicht der Fehler von dem Anwender. Und erst wenn das Auffrischen nicht funktioniert hat, sollte man die Fehler bei sich suchen. Also einmal auffrischen, da haben wir die beiden Rechtecke. Wenn ich jetzt möchte, dass zum Beispiel das Rechteck hier nicht so dicke Kanten hat und eine andere Füllung hat, macht man Folgendes. Ich muss, nachdem ich das Rechteck gezeichnet habe, das blau-rote, nehmen wir die gleichen Einstellungen, fügen sie hier rein und jetzt nehmen wir zum Beispiel schwarze Striche. Schwarz ist, wenn wir kein Rot, kein Grün und kein Blau haben, dann bleibt nur noch Schwarz übrig. Die Linienstärke machen wir etwas dicker, zum Beispiel auf 8. Und die Füllung machen wir auf Grün. 250 Grün. Und wenn wir jetzt auf Canvas gehen und auffrischen, sehen wir, dass die Linienstärke zugenommen hat, schwarz geworden ist und dass die Füllung grün ist. So, für das erste Video reicht es, glaube ich, erstmal.